Hallo Johnson, mein Freund, du wirst hier leider nicht weiterkommen. Ich habe dich gestalkt und dafür habe ich mir auch Zeit genommen. Und dein T-Shirt, da hast du ähnlich gekauft, 257 Mastal, fällt dir die Ähnlichkeit auf? Und erklär mir mal, wie kann eine Masche Hundescheiße sein? Denn soweit ich weiß, versucht das Dreieck auch nicht rund zu sein. Um hier durchzustarten, Homo, hättest du Nitro gebraucht. Du bist so kreativ, dein Logo, das hat Gio noch rauf. Das ist kein Arschloch, nein, so sieht deine Klitoris aus. Und die Spiegelreflex auf dem Foto kommt schon geil. Ja, doch bei deinen Videos frag ich mich, wo deine war. Was ich mir hole, im Zweikampf deine Punkte, das klappt von vornherein wie der Eingang eines Hundes. Borderline Records, ey, das passt sogar ein bisschen. Denn dass du hier gewinnst, mein Freund, da hast du dich geschnitten. Geh zurück in deinen Keller, ey, und mach mal einen auf Fritzel. Mach mal nicht auf Borderline, du rennst für einen Trendner. Ohne Recht auf die Dekadenz eines Wissners. Ich hau deine Quali an und frage mich, was wird da? Und warum sich dieser dumme Affe nicht erwürgt da? Mach mal nicht auf Borderline, du rennst für einen Trendner. Ohne Recht auf die Dekadenz eines Wissners. Ich hau deine Quali an und frage mich, was wird da? Okay, im zweiten Part, mein Freund, nehme ich dir die Angriffsfläche. Ich hab zwar eine Glatze, dafür kann ich meine Haare wechseln. Und meinen Namen hast du gerade mal gegoogelt. Und wie jeder Gegner sagst du, ich soll den Zahnarzt besuchen. Aber denk dir mal was Neues aus, es wird langsam langweilig. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann kannst du mich auch anschreiben. Ich geb dir einen Tipp, ich mach bei mehreren Turnieren mit. Aber gegen so einen Horst wie dich, Junge, verliere ich nicht. Was soll die Scheiße, du gewinnst das VBT. Ich bin da anderer Meinung, denn ich hab da auch noch mitzureden. Die Location auf dem Spielplatz, die war ziemlich einfallslos. Sag doch, was du willst, du bist bei weitem nicht auf mein Niveau. Warum in deiner Quali dieser Affe mit Ohren? Darin sehe ich keinen Grund, so wie beim Fass ohne Boden. Also habe ich hier noch zwei, die dir keine Hoffnung bringen. Leeram und Dealer zeigen dir, wie man rausgeopfert wird. Komm mal hier vorbei, setz deine Fresse auf den Bordern ein. Borderline, Records, nur Idioten als ein Dorfverein. Johnson, jetzt bist du Hohlefuß am Sack. Deine Mama hat anstatt dich lieber eine Totgeburt gehabt. Ich komm mal hier vorbei, setz deine Fresse auf den Bordern ein. Borderline, Records, nur Idioten als ein Dorfverein. Johnson, jetzt bist du Hohlefuß am Sack. Deine Mama hat anstatt dich lieber eine Totgeburt gehabt.